So, ich bin der Michael aus Indien, der nominiert worden ist vom Uwe. Und ich nehme die Challenge natürlich an, die große Bier-Challenge, Bier- und Schnaps-Challenge. Und naja, hier sind wir jetzt am Tag 43 vom Lockdown und es gibt kein Bier und die Alkoholläden haben erst vorgestern wieder aufgemacht. Und da muss man ein, zwei Stunden anstehen, um dann vielleicht ein Bier zu bekommen. Deshalb gab es eine Änderung in den Regularien. Der Uwe hat mir angeboten, dass ich also auch statt dem Bier zwei Schnäpse extra trinken könnte. So, nachdem natürlich auch die Schnapsauswahl jetzt nicht besonders groß ist, muss man natürlich schauen, was verfügbar ist. So, dann fangen wir hier an mit dem ersten Getränk. Ich kann jetzt nicht genau erkennen, was das ist. Vielleicht kennt es irgendeiner von euch. Scheint wohl aus Griechenland zu sein. So, dann haben wir den ersten Schnaps. Corona. Das Ding ist nicht zu empfehlen. Ja. Dann haben wir hier noch was. Oh. Kurze Pause. So, haben wir wieder einigermaßen erholt von diesem Kerosin. Jetzt haben wir hier ein zweites Getränk aus Ungarn. Scheint dort anscheinend sehr populär zu sein. An dieser Stelle viele Grüße nach Kuala Lumpur. Vielen Dank für den Unicom. Der soll jetzt eigentlich einen besseren Effekt haben. Oder einen anderen Effekt. So. Zum Wohl nach Kuala Lumpur und nach Ungarn. Oh, der schmeckt gut. Wunderbar. Da brauchen wir nichts zum Nachspülen. Dann hier für unsere griechischen Freunde. Den kennt ja jeder hier. Frisch aus dem Kühlschrank. Dann nochmal ein Corona zum Wohl. Der schmeckt auch gut, den mag ich. So, und jetzt haben wir hier als grünen Abschluss nochmal ein interessantes Getränk. Dabei sieht man, wo es her ist, von wem ich es habe. Quelle unbekannt, sieht irgendwie chinesisch aus. Nachdem die Flasche so klein ist, ich tue mir lieber die Hälfte nur rein. Das ist irgendein Reinigungsmittel oder sowas. Zum Wohl. Ich probiere es aber erstmal ein bisschen. Schmeckt harmlos. Ah. Also damit wäre die Challenge jetzt quasi bestanden. Ich möchte natürlich jetzt auch ein paar Leute nominieren. Wer kommt mir so in den Sinn? Natürlich als erinnerliches meinen Bruder nominiere, den Thomas Schade. Dann den Adrian Baudio. Dann meinen Freund den Joppi, Michael Jopp. Dann den Thomas Fuhrmann natürlich. Und natürlich noch den Adrian Barubio. So guys, ein Bier, zwei Schnäpse. Wenn ihr kein Bier habt, zwei Schnäpse. Grüße aus Pune, Indien.